Moin, hallo und willkommen zurück zu Faces of Illusions, die Zwillingsphantome. Ich muss hier noch eine Melodie spielen. Der Geigenspieler, der will noch nicht so, wie ich will. Habe ich hier Orange? Nee, das ist gelb. Wo ist denn hier Orange? Hier ist doch kein Orange. Das ist irgendwie nicht korrekt. Weil hier steht Orange. Aber hier ist kein Orange. Das irritiert mich jetzt gerade. Wobei, na, ich nehme die Seiten da. Das ist die dritte Seite, die erste Seite, die dritte, die zweite und die letzte. Puh, okay, das wäre gelöst. Oh. Noch creepier. Jetzt fehlt nur noch, dass die Dings anfangen zu drehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... jetzt habe ich 2 von 3, das reicht noch nicht. Dass sie ihn kennt und deswegen nicht weggelaufen ist. Das ist ihre Idee. Was geht denn hier ab? Ein stark aussehender Arm ragt aus dem Spiegel heraus. Eine weitere Illusion. Wie bitteschön... Ich frage nicht. Willst du Geld haben? Hier. Ein starker Arm. Die Kette ist zu kurz, ich muss sie verlängern. Ein starker Arm. Ich muss hier was machen, okay. Da muss was rein. Da auch. Ein Siegelring ohne einen Edelstein. Was ist das? Ein Muschelornament. Okay, das heißt, ich brauche noch ein paar Sachen, um da dran zu kommen. Was ist das denn hier? Was? Okay. Aha. Bitteschön. Und jetzt? Da dran. Okay. Interessant. Sehr cool gemacht, muss ich zugeben. Ein Bildteil des... Was? Bildteil in Bernstein. Hier, du bist eine starke Hand. Dankeschön. Das ist echt creepy, Mann, hier, ey. So, jetzt können wir hier 3 Bildteile einsetzen. Setze die Teile des Bildes zusammen, indem du die einzelnen Teile drehst. Denk daran, alle Teile können um 90 Grad gedreht werden. Mehr nicht. So. Der Illusionist müsste oben stehen, würde ich sagen. Nehmen wir, das sind ja 2 Illusionisten. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Oh, das steht schon richtig. Was geht denn hier gerade ab? Die haben hier Kunststücke gemacht. Kann ich die wegnehmen? Ja, kann ich wegnehmen. So, du gehst dahin, das passt schon mal. Hier ist ein Tiger, der zur Seite geht. Also kommst du dahin. Und das kommt dahin. Hier ist noch wer. Du kommst dahin. Das passt. Da ist der zweite. Dann... Du kommst da... Nee, du bist fest eingebaut da, okay. Drehen, drehen, drehen. So, du kommst dahin. Die deuten auf irgendwas. So. Und so. Oh, oh. Tausche Teile so, dass sie das Bild vervollständigen. Dazu müsste ich erstmal wissen, wo hier der Anfang ist. Ach du meine Güte, jetzt geht das hier los. Ja, also das könnte schon richtig sein. Diese Ornamente sehen ein bisschen komisch aus.
Ach du meine Güte. Das ist korrekt. Das muss nach oben. Das gehört nicht so. Das gehört so. Du gehörst dahin. Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt stimmt, aber das könnte stimmen. Schwein gehabt. Jetzt darf ich sie haben. Okay. Jetzt habe ich eine Peitsche. Mit der Peitsche könnte ich jetzt das hier verlängern. Und dann hier anklemmen. Und hochkurbeln. Okay, nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Puh. My sister's in there. I told you to stay out of this. Oh, es gab zwei und der eine hat den anderen jetzt abgestochen. Wieso? Wake up! You slept for 10 minutes. Und du? Was hast du in den 10 Minuten gemacht? The kidnapper fled with my sister through those doors. I tried to follow, but I couldn't get them open. The illusionists look the same. How is that possible? We all know there's only one star. Charles. Und was ist, wenn er einen Bruder hatte? Dann wäre das wieder was anderes. Oder hätte er gegen sein alter Ego gekämpft, als Illusionist. Aber das wäre total abgedreht. Und der sieht ziemlich tot aus. Wobei, ja. Okay. Entwirre das Netz, indem du die Verbindungspunkte so bewegst, dass die Seile sich nicht mehr kreuzen. Ich mag ja solche Dinger nicht. Aber okay. Da sind zwei, drei, vier, fünf. Sehr gnädig. Normalerweise sind die Dinger so kompliziert kann man auch nicht sagen, aber so nervig. Das Netz sollte gut gesichert sein. Okay, dann müssen wir das noch sichern. Wir machen aber ein Bimmelbimmelspiel da. So, Spielkarten. Spielkartenhammer muss ich erst zusammenbauen. Wahrscheinlich einen Schwan. Habe ich doch schon gesehen. Irgendwie. Nee, habe ich nicht gesehen. Na gut, ein Tablett. Tänzer. Tänzer sind hier, aber das ist nur einer. Was ist das hier? Da sind Nägel. Okay. Dann brauchen wir noch eine Tasse. Ich sehe gerade gar nichts. Ein Glas. Hier so viel. Bist du ein Tänzer? Du bist Tänzer. Tänzer. Da ist der Holzgriff. Und wo ist der Rest vom Hammer? Gute Frage. Das sind die Bälle. Libelle. Eine Taube. Was haben wir hier? Da ist der Hammer. Da ist eine Tasse. Die zählt nicht. Okay. Ein Schwan. Brauchen wir noch hier so ein Flamingo. Ist aber ein Schwan. Ist was anderes. Schmetterling. Ist ein halbes Herz. Ist das nur was? Ein halbes Herz. Da ist noch was drin hier. Da ist eine Muschel, da ist ein Schmetterling. Okay, jetzt ist ein ganzes Herz da. Hab ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Oh Mann. Ein Horn, ein Glas, eine Tasse, eine Pfeife. Eine Spielkarte. Da ist ein Glas. Ich muss echt den ganzen Wisch benutzen. Da ist dann, das, nee, das ist keine Tasse, das ist so ein Milchkännchen oder so. Okay. Tablett ist da, eine Spielkarte ist hier. Jetzt brauche ich noch eine Taube. Eine Tasse, Pfeife, Tänzer. Das müsste doch irgendwo hier unten sein, ne? Das ist eine Zigarre. Zigarre zählt ja nicht. Das ist hier eine Muschel. Das ist irgendwo aufgezeichnet. Hier ist ein Auge. Brauchen wir ein Auge? Nein, brauchen wir nicht. Da ist eine Pfeife. Man ist hier gut versteckt. Eine Taube ist hier.
Eine Tasse, ein Horn und ein Schwan. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo hier ein Schwan sein soll. Eine Tasse ist auch noch so eine Sache. Das ist eine Tasse, gut. Jetzt brauche ich noch das Horn und den Schwan, dann hätten wir es. Eine Tasse und ist das ein Schwan? Das ist ein Schwan. Und ein Horn. Wo ist denn ein Horn? Welches Horn? Und wo und wie und was? Und das ist eine Feder, glaube ich. Ein Horn. Das ist ein Stück von der Libelle. Ein Faunhaar. Boah, jetzt wird die Musik aber gerade ein bisschen laut, muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Was ist das hier? Keine Ahnung, das ist Flügel, glaube ich, oder? Das ist dramatisch. Aber ich finde gerade nichts. Das ist halt sehr undramatisch. Was ist das hier? Das ist auch nichts. Ein Horn. Wo würde ich denn ein Horn verstecken? Ein Horn von einem Musikinstrumenthorn oder? Ich habe nicht die Bohne, die Ahnung. Ich sehe hier aber auch gerade nichts, muss ich zugeben. Da hinten ist nur ein Gestell, das zählt auch nicht. Nein, okay. Ein Horn. Wir fangen mal links an, gucken wir mal. Hier sind nur Bruchstücke. Flamingo und Faunhaar und eine Libelle. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre hier irgendwas, weiß nicht, ein Spiegelmäßig oder irgendwas hier. Ein Engel, das ist die Schatulle, da ist noch ein Fächer. Mit einer Muschel und Kleingeld, hier ist der andere Flamingo. Da ist ein Auge eingeritzt. Eine Seerose, würde ich sagen, oder so Blume. Da ist ein Milchkännchen, ein Boot. Und eine Zigarre. Ich hätte die Zigarre mitgenommen, aber die Zigarre zählt ja nicht als Horn. Es muss ja ein Horn sein. Da ist noch der andere Engel. Eine Art Schildkröte, hätte ich gesagt. Hier noch eine Libelle. Windrad. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Noch ein Flamingo, noch eine Libelle. Noch ein Windrad, Rose, noch ein Windrad. Eine Feder. Ich sehe hier kein Horn. Oder ein Ahorn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es wahrscheinlich schon wieder gefunden, aber ich bin gerade total blind, muss ich zugeben. Ein Horn. Ich weiß ja leider nicht genau, was für ein Horn damit gemeint ist. Manchmal ist die Übersetzung leider nicht ganz so sauber. Ich hoffe mal, dass ich das trotzdem gelöst kriege. Jetzt ist es ein bisschen ärgerlich gerade. Was ist das hier? Das zählt auch nicht, okay. Tja, ein Flamingo. Ist hier irgendein Horn getan als Flamingo oder so? Nee, ne? Wäre auch zu einfach. Ein Horn. Ja, puh. Ich weiß es nicht. Hier ist eine Muschel. Was ist das hier? Ich habe kein... Das war ein Horn. Oh Mann. Das war ein sehr, sehr, sehr kleines Horn. So, jetzt machen wir das hier fest. Das hält doch nie im Leben hier so. Die Bretter brechen noch gleich ab. So, jetzt kann ich da runter. Which one of you is the real Charles? Tell me. Jacques, don't do this. The Grimoire. Okay, let's help him. Jacques, geh zu dem verletzten Zauberer. Abgeschlossen, okay. Arthur, look for a first aid kit. Maybe you can find something. Nimm die Maske ab. Demaskiere den Illusionisten. Haben wir getan. Charles ist bewusstlos. Wir müssen ihn wiederbeleben. Er ist doch angepiekst. Da, in der Schulter. Das war also nicht im Dingens. Aber das sieht auch nicht so gesund aus, muss es zugeben. Was zum das ist ein Dingens? Okay. Wollen wir ihm jetzt erstmal ein Stück Wein geben, oder was? Ja, er kriegt erstmal einen ordentlichen Schluck. Ah, das ist Wasser. Okay. In den Becher. Glückwunsch, du hast einen Gegenstand gefunden, einen Wasserkrug. Hier, komm, ins Gesicht, ey. Bam. Jacques, you have to stop him. You must go to my mansion and find the hiding place with the Grimoire. If Jacques finds it before you, there will be a
great evil. He will lose himself. And this poor girl. You must stop him and save Beatrice. Ah, my arm. I will lose consciousness soon. Jacques' rapier was dipped in a paralyzing poison. I will have a look. I found something! Okay. Wir brauchen ein Antidote. Ist da ein Antidote drin? Ein Gegengift. Peroxid. Oh, drauf. In my mansion, there is a safe. Inside, you will find the way to the grimoire. The date of my last performance is the key. The fireplace is the entrance. Now you must open the door in the ballroom and go underground, through the underground passages. You can reach my mansion. Maybe it would be better to call the police. The police won't believe this. The investigation will take too long. Please, take the map and this. Charles passed out. Arthur, stay with him. I have to go save your sister. But I thought... Okay, I will take care of him. Das könnte dein zukünftiger Schwiegervater sein. Nee, Schwiegervater. Boah, jetzt geht das hier los. Familienrat und so. Okay, ich nehme da Haas mit. Die Karte zu Charles Guthaus. Ich brauche sie später. Glückwunsch, du hast die Karte gefunden. Und wir haben eine Pfeife? Ein Dietrich, okay. Mir graut's. Mir graut's. Ich muss. Gibt's hier noch irgendwas, was ich finden kann? Eine Illusion, die ich noch nicht gesehen habe? I'll stay with him. However. I hope that we'll rejoin you soon. Hoffe ich auch. Hier habe ich noch was gefunden. Sammelkarten 3 von 10. Boah, bin ich erbärmlich. Ich müsste eigentlich nochmal zurückgehen und gucken, ob ich nochmal so Sachen finde. Ich hab's gewusst am Anfang. Das Datum. Und ich hab's wieder vergessen. 1890. 18.07. oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Erstmal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Liegt hier noch irgendwas rum, von dem ich wissen sollte, was anklicken sollte, oder... Ich will nichts vergessen haben. Das nervt mich immer. Das war das Datum vom Dingens. Der Auftritt... Ich kann ja nicht nachgucken vorne, leider. Das ist das Problem. Vielleicht kann ich nochmal auf die Straße gucken. Ich hoffe es inständig. Ich habe es mir nämlich nicht gemerkt. Ich habe irgendwie den 18.07. im Kopf. 1890... Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab's noch gewusst. Nee, ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Karten finden. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade, weil ich... Tja, keine Ahnung habe. Noch ein eigenartiges Schloss. Was? Da fehlt noch was, ne? Ich muss zurückgehen. Ich muss noch was finden. Ich weiß noch nicht genau was. Ich werde mal gucken. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.